herzlich willkommen bei Action, Stunt und Kaskadeure. Was wäre das älteste Festival ohne die Schlägereien, wilden Verfolgungsjagden und großen Explosionen? Oft werden wir gefragt, wie macht ihr das? Wie trainiert ihr eure Pferde oder wie schlagt ihr euch, ohne euch dabei zu verletzen? Und auf diese Fragen möchten wir heute mal eine Antwort geben. Natürlich können und wollen wir nicht alles verraten, aber einen kleinen Einblick zeigen wir Ihnen dennoch. Und ich würde sagen, wir fangen auch einmal direkt mit den Schlägereien an. Und dabei darf ich drei unserer Kampfprofis auf die Bühne bitten. Ray, Marek und Kuba. Für eine gute Schoßlägerei braucht man drei wichtige Dinge. Punkt Nummer 1. Wir schlagen uns nie richtig, sondern immer nur am Kopf vorbei. Punkt Nummer 2. Wenn Kuba jetzt noch richtig reagiert und den Kopf ein bisschen zur Seite nimmt, so als würde er getroffen, sieht das Ganze schon viel echter aus. Und Punkt Nummer 3, der wichtigste Punkt ist, wenn sich beide jetzt drehen und Ray direkt an derselben Seite dran vorbeischlägt und Kuba wieder reagiert, sieht das Ganze schon täuschend ähnlich aus. Danke, Ray und Kuba. Und wie das Ganze professionell aussieht, in einer gut trainierten Schlägerei, zeigen jetzt einmal Ray, Marek und Kuba. Wobei man keine Höhenangst haben sollte, nämlich zu unseren Höhenstürzen. Bei so einem Höhensturz. Hey, hallo, nein, wir sind gerade in der Show. Nein! Bei so einem Höhensturz, wie du gerade gesehen hast, ist der eigentliche freie Fall gar nicht so das Problem, sondern die Landung. Der Stuntman muss versuchen, oder nicht versuchen, er muss immer auf dem Rücken landen. Und dabei spielt die Drehung eine sehr wichtige Rolle. Dreht der Stuntman sich über Kopf zu früh, landet er auf dem Bein. Dreht er sich zu spät,
kann er im schlimmsten Falle auf dem Genick landen und dann dadurch schwerwiegende Verletzungen haben. So ein Sprungtraining dauert natürlich ganz lange, bis man ihn perfekt beherrscht. Die Zeit haben wir jetzt natürlich nicht. Aber ich denke, Marek wird noch einmal für uns springen. Danke, Marek. So, kommen wir nun zu meinem Lieblingsstunt, nämlich den Feuerstunt. Ray? Jo. Ich bräuchte einmal Dynamit. Dynamit? Bin ich sicher. Denn ohne Dynamit keine Feuerstunts. Echt jetzt? Feuerstunts sehen natürlich nicht nur gefährlich aus, sondern sie sind es auch. Unsere beiden Stuntmänner müssen sich dadurch blind auf ihre Helfer verlassen. Nicht nur beim Ablöschen, auch schon beim Anziehen und beim Einkleiden der Feuerschutzkleidung. Ich darf jetzt mal unsere beiden Feuerstuntmänner auf die Bühne bitten. Philipp und Finjek. Wir tragen beide feuerfeste Schutzkleidung und aus einem besteht sie durch unsere Jacken. Diese Jacken stehen auf Kessler und werden extra für uns genäht. Auf dem Rücken tragen wir dann unsere brennbare Flüssigkeit auf, die wir selber herstellen. Mit dieser Flüssigkeit können wir genau teilen, wie lange unser Stuntman brennen soll. Der Kopf wird dann noch geschützt durch sogenannte Nomex-Schutzhauben. Diese Hauben finden auch im Motorsport Verwendung. Die restlichen Augenpartien und Nase und Hände werden mit so einem sogenannten Watergel eingerieben. Dieses Watergel besteht zu 90% aus Wasser, schützt die Haut und die Augen und wird extra für Feuerstunts hergestellt. Dankeschön, Philipp und Finjo. So, kommen wir nun zu unseren vierbeinigen Freunden. Das Elbse Festival besitzt 50 eigene Pferde verschiedenster Rassen. Große, kleine, dicke, dünne, alles was das Herz begehrt. Unsere Pferde können sich natürlich auch mal in einer Show verletzen. Sollte dieses passieren, werden unsere Pferde natürlich aus der Show sofort rausgenommen und hinter der Bühne versorgt. Unsere Chef-Pferdetrainerin Sarah ist ausgebildete Tierpflegerin und dafür bestens ausgebildet, die Erstversorgung am Pferd vorzunehmen. Sollte das dennoch nicht reichen, werden wir natürlich sofort unsere Tierärzte kontaktieren, denn die stehen uns 7 Tage der Woche 24 Stunden zur Verfügung. Und jetzt darf ich Ihnen ein Pferd vorstellen, ein sogenanntes richtiges Wildpferd. Dieses Wildpferd ist 5 Jahre alt und heißt Felice. Felice ist noch nicht lang trainiert. Sein Trainer Kuba kommt aus der Tschechei, hat weltweite Erfahrung. Er war schon in Peking und in den USA tätig. Dieses Pferd hatte gestern Premiere, es war noch nie vor Publikum. Und jetzt möchte ich einmal auf die Bühne bitten,
Denise muss natürlich noch einiges lernen, denn sie ist gerade mitten im Anfangstraining. Jetzt möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie weit man mit einem Pferd gehen kann, wenn das Training abgeschlossen ist und dieses Pferd ein alter Bühnen- und Showhasen-Pferd ist. Ich darf einmal auf die Bühne bitten, Kuba mit seinem Pferd Jolly Jumper. Kuba und Jolly Jumper werden uns jetzt einen Ritt zeigen, in dem nicht nur der Reiter brennt, nein, sondern auch das Pferd. Bei so einem Stunt ist es wichtig, dass das Pferd seinem Reiter zu 100% vertrauen kann und natürlich auch der Reiter seinem Pferd. Jolly Jumper wurde hinter der Bühne schon komplett nass gemacht. Seine Nüstern, Augen und Ohren wurden auch mit dem sogenannten Watergel, genau dasselbe Gel, was wir benutzen, eingerieben. Jolly Jumper trägt ungefähr 4 Lagen Schutzdecken, die auch alle in Wasser eingeweiht worden sind, so dass ihm wirklich nichts passieren kann. Kuba trägt genau diese Schutzkleidung, wie unsere Feuerstandmänner gerade bei ihrem Feuerstand auch. Auch beide bekommen gleich von Finney unsere Bandpaste aufgetragen, genau in der Menge, wo wir wieder festmachen können, wie lange so ein Stuntman oder Jolly Jumper brennt. Kuba kriegt seine Augenpartien und Nase noch und den Kopf noch mit einem Watergel eingeschmiert. Und Finney fängt jetzt an, die brennbare Paste aufzutragen. Wenn Kuba jetzt auf Jolly Jumper aufsteigt, müsste der Rest ziemlich schnell gehen, weil Jolly Jumper weiß, jetzt geht es gleich los und will natürlich schon ran. Stecken es an und wissen, irgendwann geht das Feuer dann auch wieder von alleine aus. So, eingefleischte erste Festival-Fans wissen, was jetzt kommt, nämlich am Ende einer jeden Show der Ritt durchs Feuer. Bei diesem Ritt durchs Feuer werden 3 unserer besten Pferde durch eine 2,5 bis 3 Meter hohe Feuerwand reiten. Ich darf dann einmal unsere beiden anderen Pferde auf die Bühne bitten. Das ist einmal Radislav mit Dezona und Philipp mit Nina. Unsere Chef-Pferdetrainerin Sarah wird dann gleich Jolly Jumper reiten. Unsere 3 Pferde sind schon alles alte Bühnenhasen und wissen genau, was jetzt passiert. Wir wurden die ganze Zeit während der Show hinter der Bühne schon repariert. Das heißt, auch ihnen wurde das Fell nass gemacht, die Schweifen wurden höher, nicht dass sie im Feuer mal kürzer werden. Die Ohren und Nüstern und Augen wurden auch wieder mit dem Watergel repariert. Finney hat gerade schon das Stroh auf der Bühne verteilt. Unser Stroh liegt immer exakt an ein und derselben Stelle, so dass sich unsere Pferde an nichts Neues gewöhnen müssen. Ganz wichtig ist auch bei den Vorbereitungen, dass immer alles gleich abläuft. So, dass meine Pferde in eine Routine reinkommen und sie immer wissen, aha, das machen wir, wir reiten gleich durchs Feuer und wird nichts passieren. Alles ist dann immer gleich. Unsere Reiter zeigen unseren Pferden jetzt an die Feuerstelle.
Und wenn wir zurückkommen, wird auch das zu Grande Condada Ray das Feuer entzünden.